Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es wird jetzt richtig kalt und es hat man noch sehr viel grüne Tomaten. Und ich habe mehrere Rezepte mit den grünen Tomaten. Salat, fermentieren, einkochen, anlegen. Und heute möchte ich aber auch ausprobieren eine Marmelade und einmal Konfitüre. Und da habe ich mir zwei Sachen vorbereitet. Als Marmelade werde ich grüne Tomaten und so eine Tomaten, welche so ein bisschen schon so rosa werden, nehmen und die Feigen, weil die Feigen jetzt waren im Angebot und ich mag die Feigen. Ich mag einfach ganz normale Feigenkonfitüre, habe ich dafür auch ein Rezept, zu dem Käse auf dem Frühstücksbrot. Oh, märchenhaft lecker. Und deswegen möchte ich heute ausprobieren, Tomaten, grüne Tomaten und Feigen zusammen zu kochen. Ein bisschen Zimt dazu und ich denke, es wird ein leckerer Wintermarmelade. Das werden wir jetzt austesten, habe ich noch nicht probiert, aber wir werden das mal zusammen zum Schluss mal sehen und ich werde euch jetzt sagen, wie auch es schmeckt. Und die zweite Variante, das sind wirklich nur grüne Tomaten und Chili. Das wird dann ein bisschen so in so eine scharfe Note geben. Zum Beispiel zum Fleisch, kann man auch auf Käse, kann man auch aufs Brot hin machen. Wird auch, denke ich mir, ich kann mir das auch schon vorstellen und auf dem meine Zunge schmecken lassen, wie wird es schmecken. Und das werden wir jetzt kochen. Kochen kann man mit dem Nutzucker. Braucht man dann einfach nur Lehner kochen, das ist alles verdammt. Kann man mit Gelee-Zucker kochen, kann man mit Zucker und Pektin kochen. Leider habe ich mein Pektin komplett aufgebraucht und dieses Jahr habe ich noch nicht gemacht. Das steht noch auf meinem Plan, noch Pektin für das nächste Jahr zu bereiten. Ich werde einfach dann meinen Gelee-Zucker verbrauchen, was ich schon vor Jahren gekauft habe. Und der muss eigentlich weg, weil jetzt zur Zeit, ich verwende kaum Gelee-Zucker mehr. Nur so Zucker und Pektin. Und jetzt mache ich erstmal Kamera nach unten und werde ich euch jetzt zeigen, wie werden wir erstmal alles machen. Das schneiden wir erstmal etwas in grobere Stücke und werden wir mit unserem Mixer zerkleinern für Marmelade. Der andere möchte ich gerne, dass die kleinen Stückchen von den Tomaten noch übrig bleiben, wie bei Konfitüre. Da ist dann mal immer so ein Stückchen drin. Und deswegen nehme ich mir Mühe und schneide die in kleine Würfelchen. So, jetzt geht's los. So, wie gesagt, diese Variante werden wir einfach im Mixer klein machen. Deswegen brauche ich nur so grob das zu schneiden und in den Behälter geben. Für dieses Rezept natürlich kommt auch sogar diese ganz komischen Tomaten, welche kann man was rausschneiden und auch so klein schneiden und verwenden. Und von den Feigen gebe ich nur diese Stiel. Und dann einfach so. Und dann zerkleinern. Gebe das alles in eine Töpfchen rein. Erstmal bereiten wir alles vor. So, für erste Marmelade, Feige und Tomaten habe ich jetzt zerkleinert. Und jetzt bereiten wir auch gleich für die Tomaten Chili-Konfitüren. Und ich habe gedacht, ich probiere erstmal mit diesem Gemüse zerkleinern, dass ich so ein kleineres Stückchen bekomme und vielleicht viel schneller, als wenn ich mit der Hand schneide. Da werde ich erstmal in Scheiben schneiden. Und ich glaube, das wird gut klappen, weil die grünen Tomaten sind doch fest. Ja, und jetzt schauen wir, schaut ihr, perfekt, genau das möchte ich gerne haben. So, erstmal
zerkleinere die alle fertig. So, rucki-zucki, und unsere Tomaten sind so fein und klein geschnitten. Und jetzt noch den Chili. Chili in meinem Fall, die sind vielleicht groß, sehen aus, aber die sind nicht so bissig scharf. Deswegen kann ich die ruhig nehmen. Wenn ihr habt richtig starke, scharfe Chilis, dann lieber vielleicht ein bisschen weniger nehmen. Erstmal mache ich die in die Rinne und dann mache ich noch ein bisschen kleiner. So, gebe ich auch dazu. Und dann gehen wir schon ans Herd und anfangen wir mit der ersten Marmelade. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, unsere Gläser sterilisieren. Und ich habe heute was Tolles für mich entdeckt und habe auch ausprobiert. Das ist meine Heißluftfritteuse. Und diese große Heißluftfritteuse, wirklich, wenn ich gleich so zwei Sorten Marmelade mache, schaut super, passen diese alle kleinen Gläschen rein, weil ich mag gern so eine Probiermarmelade und so in ziemlich kleinere Gläschen, dass ich kann weitergeben zu probieren und vielleicht einer oder die andere das wird das nachmachen. Und schaut, die sind trocken. Das, was wichtig ist bei dem Marmelade, dass die Gläser sterilisiert, aber am besten, dass die auch trocken sind. So, stelle ich wieder in den Heißluftfritteuse und die Wärme hält noch einige Zeit. Es wird gerade reichen, bis dass ich mit meiner Marmelade fertig. Und mit dieser jetzt Erfahrung und Entdeckung möchte ich gerne auch mit euch teilen. So, stellen wir erstmal unsere Brei auf den Herd. Einfach nur langsam jetzt aufhitzen und aufkochen. Und am besten bei grüner Marmelade jetzt hätte ich wenigstens 10 Minuten langsam erstmal köcheln lassen, bevor ich dann den Zucker reingebe. Muss man aber immer wieder umrühren, weil das ist ein Brei. Die Deckel koche ich auch ab. So, der Brei kocht schon. Jetzt stelle ich die Uhr auf 10 Minuten und stelle auf so eine mittlere Hitze, dass es nicht so ganz toll spuckt. Und vielleicht so wie ich einfach Deckel oben drauf machen, dass es nicht in die Küche hier voll spuckt und spritzt. So, es sind jetzt 10 Minuten vorbei, wie wir unsere Brei köcheln. Jetzt können wir den Zucker dazu geben oder Geleezucker, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe in meinem Fall genommen jetzt diese Zucker, 3 zum 1 Geleezucker, 300 Gramm. In meinem Fall habe ich 400 Gramm Tomaten und 400 Gramm Feigen genommen. Insgesamt habe ich dann 800 Gramm Brei und 300 Gramm Zucker. Und dann noch dazu kommt Zimt. Richtig so einen großzügigen Teelöffel. Alles gut umrühren. Und wenn es jetzt wieder aufkocht, einfach nach den Verpackungsanleitungen 4 Minuten Sprudel kochen. Jetzt bekommt unser Brei diese Feigenfarbe, schön dunkel, und dann noch Zimt, duftet sehr gut. Bin gespannt, wie es schmeckt. Wieder zudecken und dann 4 Minuten Sprudel kochen. So, 4 Minuten Ruhe. Schaut, wie sieht unser Brei aus, richtig schön dunkel. Und jetzt machen wir auch eine Geleeprobe, wie fertig ist, aber es sieht schon so optisch richtig gut. Schaut ihr, weil es so breimäßig. Da. Und das probiere ich gleich. Köstlich. Richtige Wintermarmelade. Es ist nicht zu süß durch diese 3 zu 1 Geleezucker und schön nach Zimt schmeckt. Und sehr stark kommt voraus nicht die Tomaten, sondern Feige. Jetzt stelle ich es auf 1, mein Herd, dass es noch ein bisschen heiß bleibt. Und werden wir jetzt heiß in unsere vorbereiteten Gläser abfüllen. Die Gläschen sind auch noch richtig heiß. Dann geht es los. Schön voll auffüllen. Deckel drauf, zudrehen
und ich stelle die nicht auf den Kopf. Ich decke lieber die zu, dass die etwas langsamer abkühlen und die Deckel gehen dann richtig schön ein. Weil es ist so ein breimäßiges Marmelade und dann klebt es an die Deckel. Ist das nicht schön, wenn man aufmacht? Jetzt füllen wir erstmal unsere Marmelade ab und dann können wir die zweite Variante kochen. Ihr könnt die Marmelade probieren und natürlich zum Beispiel Zimt nach eurem eigenen Geschmack abschmecken. Vielleicht sogar hier wäre auch Ingwer dazu gepasst. Musst du einfach mal experimentieren. So, erste Variante haben wir jetzt fertig. Jetzt machen wir gleich in die gleiche Töpfchen die zweite Variante. Mit den Tomaten und Chili. Wo die Tomaten jetzt gestanden sind, haben die viel Saft gelassen. Jetzt kann man diesen Saft auch ein bisschen absieben. So, habe ich jetzt ein bisschen Saft abgesiebt, ungefähr so ein kleines Schnapsglas war weg. Und den Rest geben wir jetzt in den Töpfchen. So, und lassen wir genau wie beim ersten Mal erstmal 10 Minuten köcheln. So, 10 Minuten beim geschlossenen Deckel auf so eine mittlere Hitze habe ich die Tomaten so schmoren lassen. Schaut, sieht toll aus, ja? Und jetzt geben wir den Zucker. Ich gebe für 500 Gramm Tomaten 200 Gramm Geleezucker 3:1. So, lassen wir jetzt mit dem Zucker auch wieder nach dem Aufkochen ungefähr so 4 Minuten Sprudel kochen. So, meine Lieben, es ist jetzt 4 Minuten vergangen und ich habe gemerkt, dass ich habe meine Kamera nicht richtig angemacht und ich habe jetzt 40 Milliliter Apfelessig reingemacht und aufgekocht. Statt Apfelessig kann man auch Zitronensaft reinnehmen und danach richtig aufkochen, probieren, wie es schmeckt. Ich habe es schon probiert. Und es schmeckt wirklich sehr lecker. Schaut ihr. Es ist etwas, so die Flüssigkeit etwas dünner. Aber wenn es wird kalt, dann wird es auch dicker. Ich habe es probiert. Es ist scharf, aber nicht so bissig scharf. Und ich kann mir gut vorstellen, auf Käsebrötchen oder zu dem Fleisch, zum Beispiel Hähnchenfleisch dazu geben. Das ist perfekt. So, stellen wir jetzt unsere Herd auf 1 und füllen wir die Gläschen ein. Meine Gläschen sind immer noch warm. So, füllen wir das alles um. Ja, schöne Schärfe. Aber die Schärfe könnt ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack anpassen. Und die Säure auch. Die Säure, ich denke, zum Beispiel mit Zitronensaft wäre sogar noch schmackhafter. Leider habe ich im Haus keine Zitrone, nur gefrorene. So, Deckel drauf, zudrehen und zu den anderen Marmelade stellen. Schaut ihr, was für so eine Farbe. Und das die rote Chili macht sie sich richtig gut hier im Marmelade. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir heute uns wieder mal 2 neue Rezepte ausprobiert und ich finde, die sind mir sehr gut gelungen. Natürlich, es ist mein Geschmack, ihr müsst aber dann selber ausprobieren, ob das auch euer Geschmack ist. Und so sehen die aus. Das ist mit der Feige und ich finde, sieht sehr toll aus. Und dann noch so eine mit der Chili. Und so sieht diese Marmelade aus nach dem Abkühlen. Jetzt machen wir Gläschen auf. Das ist jetzt grüne Tomate mit Chili. Wow, schaut. Es ist nicht so richtig kalt, aber schaut, wie toll sieht das aus. Es ist wirklich sehr gut sieht aus. Und schönere Konsistenz. Nicht zu dünn und nicht zu dick. Kann man schön auf Käse drauf machen. Herrlich. So. Und dann die andere.
Dieses Gläschen war nicht voll, deswegen hat er auch nicht geknackt. Aber den kriege ich jetzt nicht mehr auf, weil so stark angezogen. Ja, habt ihr gehört, ja? Ist richtig schön angezogen. Und dieser, schaut ihr, wow, das ist richtig fast wie ein Muss. Schaut ihr. Richtig schöne Feste. Den kann man richtig aufs Brotchen machen. Richtig gut. Toll. Im Geschmack, beide sind richtig lecker. Und ich kann euch nur empfehlen, das mal nachkochen. Ich decke die zu, dass die langsamer abkühlen und dass die Deckel richtig schön werden dann reingezogen. Weil die Marmeladengläschen stelle ich nicht auf den Kopf. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wie ihr das verbraucht, die grüne Tomate, oder vielleicht habt ihr irgendwelche ganz andere Marmelade gekocht. Einfach aus den Tomaten habe ich schon mal ausprobiert und sogar mit Tomaten und Banane auch mal so kleine Menge auch mal ausprobiert. Aber vielleicht habt ihr auch was anderes. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Warte auf eure Kommentare, auf den Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.